Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Nichts geht über gute Kartoffeln. Ich schwör's euch. So. Und dann hat wieder gestern jemand dumm gemacht. Ich habe den speziellen Kommentar auch gar nicht zugelassen, weil mich sowas einfach nicht interessiert, soll der doch denken, was er will. Faktisch viele Leute machen wieder dumm. Was für Videos? Wie kannst du es wagen? Im René Pervers, ganz einfach, so funktioniert es nun mal. Ich kann wagen, was ich will. Sieht man doch. Meine ganzen Videos beweisen doch, dass ich immer mache, was ich will. Und sogar immer damit durchkomme, weil ich im Recht bin. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und allein dieser Punkt sollte doch all diesen Hatern eigentlich schon klar machen, naja gut, whatever, er hat nun mal recht. Aber so weit blicken die nicht. Die denken nur, was für ein Assi. Ich bin kein Assi, sondern ich habe Recht. Und dass ich Recht habe und Recht hatte und immer Recht haben werde in Sachen Cannabis und Cannabis als Medizin, das drücke ich euch natürlich voll aufs Auge, gerade den Hatern. Gerade diesen Pissköpfen, die meinen, sie können dann nicht beleidigen oder sie können von was weiß ich was reden oder die sowieso keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Genau an solche Leute geht dann nämlich mein böser Finger oder mein arroganter Kussmund. Genau an diese Leute, weil es ist ja ganz klar, die mich feiern wollen, die feiern mich sowieso. Die gut finden, was ich mache, die verstehen, was ich mache seit Jahren, was ich durch diese Videos ja auch beweise, die feiern mich sowieso und die machen es auch nach. Die sehen das, was machbar ist, die sehen, dass da ein Weg gegangen ist, ein Weg gegangen wurde, okay, und gehen diesen Weg einfach auch. Und genau deshalb mache ich auch diese Videos, um den Leuten zu zeigen, hey, warte 20 Jahre, erklär bei der nächsten Polizeikontrolle von mir aus den Bullen, dass du den DRV gesponsert hast. Aber wundere dich nicht, wenn es den Bullen nicht interessiert und er deinen Scheißführerschein trotzdem einkassiert. Er dich trotzdem anzeigt. Der Richter dich trotzdem verurteilen wird. Du im schlimmsten Fall trotzdem im Knast landen wirst. Du im schlimmsten Fall deinen Scheißjob verlieren wirst. Du im schlimmsten Fall deine Existenz verlieren wirst. Und das alles trotz, dass du dem DRV gesponsert hast. Und ich zeig den Leuten einfach, zeig doch den Bullen einfach, ey, ich bin Patient. Und dann ist dem sein ganzes Schema F zerstört, was er die letzten 40 Jahre lang an dir angewandt hat und an jedem anderen Cannabiskonsumenten anwenden konnte. Alles zerstört mit einem Satz, ich bin Patient. Das ist wie Neo bei Matrix, wenn die ganzen Agenten dastehen und alle seine Kugeln auf ihn schießen. Ihr müsst euch das Bild nicht vorstellen, die Kugeln der Strafverfolgung. Und dann steht so ein Cannabispatient da wie Neo und sagt, stopp, ich bin Cannabispatient. Und die Kugeln fallen zu Boden. Und in meinem Fall, was ich ja durch alle meine Videos beweise, ich war der Master der Matrix, der Master Neo des Cannabis. Ich habe die Kugeln nicht nur aufgehalten, ich habe sie zurückgeschossen. Und sie haben getroffen. In diesem Sinne, ich muss jetzt meinen Tee trinken und mein legales Gras rauchen. Legalisiert. Der hatet oder hatet nicht. Ich hab trotzdem recht.